Ein Video, was anders beginnt als so die letzten Male. Ich habe mal wieder doch, man könnte sagen, so ein bisschen eine Blockade. Ich würde die aber nicht größer machen, als sie ist. Dennoch startet das Video jetzt anders als die letzten und ich nehme euch tatsächlich im Stativ hier jetzt mit. So, und wir laufen so durch den Garten. Mit groß Umstellen. Stativ werde ich heute sein lassen. Ich fühle mich nicht danach. Und auch so diesen Flow, da überhaupt reinzukommen, das ist heute irgendwie nicht dran. Ja, damit akzeptiere ich die Dinge so, wie sie sind. Auch von meinem Inneren heraus. Ich habe den Garten aufgesucht, nicht nur eines Videos wegen, sondern natürlich auch um Kraft zu tanken. Die meisten haben ja mitgekriegt, was bei mir los ist. Ansonsten möchte ich gleich am Anfang des Videos nochmal drauf verweisen. Beim letzten Mal habe ich es vergessen. Thema von Obdachlosigkeit bedroht. Das läuft, ist noch im Prozess. Ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen wird, was das Leben da so mit mir vorhat. Das findet ihr auf meinem Kanal Hier und Jetzt. Ich habe da auch vor, bald wieder ein Video zu bringen, sofern ich irgendwie ein Datenvolumen komme. Ich glaube nicht, dass ich das heute auch schaffe. Aber wer weiß, ich lasse mich mal überraschen. Ja, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Vorkommnisse in meinem Leben nach wie vor. Und ja, wollte ich nicht mehr draufkriegen. Ja, ich mache das Beste draus, bemühe mich da irgendwie meinen Weg zu finden, vor allen Dingen in den Kräften, die mir zur Verfügung stehen. Ja, und ich bin schon tagelang barfuß, von morgens bis abends. Ob ich einkaufen bin, ob ich im Garten bin, ob ich im Wald bin, ob ich aber irgendwo in der Stadt unterwegs bin, auf irgendwelchen Wegen, wo Steine liegen, das ganze egal, ich habe mich mittlerweile an alles gewöhnt. Ja, der Körper passt sich an. Ich hätte nicht gedacht, so, ich habe da so den Durchbruch geschafft und es fühlt sich herrlich an. Kann ich nur empfehlen. Da kriege ich sogar ein Lächeln raus. Gute Energien. Ja, ich mache heute auch ohne Mikro. Ich glaube, das sollte gehen. Finde ich, ist es heute mal nicht. Und es soll nicht weiter um mich gehen, sondern um den wunderschönen Garten und den aktuellen Fortschritt. Oh, ich werfe Schatten, ne? Nee, das geht noch so gerade. Ja, es wächst und gedeiht und ich möchte euch tatsächlich auch mal verschiedene Plätzchen zeigen, wo ich mich so niederlasse. Ich habe ja so meine Plätze gezeigt, aber so wirklich die Atmosphäre an den Orten einfangen, ist gar nicht so leicht. Ich probiere das heute mal, ob ich das irgendwie schaffe. Gerade so meine Sonnenplätzchen habe ich oft gezeigt, aber ja, Perspektive macht ganz viel und ich werde im Kamerawinkel zwischendurch, also auch so höhenmäßig, mehr so in den Kindermodus gehen, in die goldene Mitte, also nicht unten, nicht so auf meiner Höhe, bei ungefähr fast 2 Metern. Wobei ihr dürft jetzt so bei 1,80 sein. Aber ich möchte ein bisschen in die Tiefe gehen, anderer Blickwinkel. Ich habe sowieso, wie heißt das noch, Weitwinkel, genau. Und von daher ist das auf der Ebene sowieso hier so ein, ja, es passt viel ins Bild rein. Das hilft mir, wenn ich da so durch den Garten laufe. Fühlt euch herzlich eingeladen. Ab jetzt geht das los. Ihr dürft euch entspannen, ein bisschen was Positives mitnehmen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass es mir daran liegt, im Optimalfall, dass ihr irgendwann die Kiste hier ausmacht und selber rausgeht in die Natur. Natur heilt uns, erdet uns und schenkt uns Kraft. Da ist so einiges drin. Und wenn man sich dann noch mit dem Himmel verbindet, noch einiges mehr. Das ist aber immer noch mal ein anderes Thema. Genug geschnackt, ich lege jetzt los. Und einmal gegen den Uhrzeigersinn zeige ich mal erstmal so einen Überblick, wie es hier gerade so aussieht. Laufe um meine Wasserstelle. Ja, das hat alles so seinen größeren Sinn und ihr könnt sehen, das ist alles riesig am Sprießen und hat auch schon echt eine Höhe erreicht. Jetzt sind wir noch hier im höheren Modus. Ich habe gesagt, ich möchte so ein bisschen runter. Da dachte ich so an diese Höhe. Und ich habe hier so viele verschiedene Ecken, wo mich doch das ein oder andere Pflänzchen überrascht. Und das Pflänzchen, was mich heute überrascht hat, war hier auf jeden Fall, wenn ich mich nicht irre, der Inkarnatklee. Ich glaube, das sieht ganz gut aus mit meiner Vermutung. Und unter dem letzten Video gab es, ich sag mal, aus meiner Sicht einen energetischen Austausch. Und wir haben uns über Pflanzen unterhalten, jetzt schon, ich glaube, das dritte Mal, ich weiß es gar nicht. Ja, der Schrebergarten ist da hinten für einen Eimer Bahnschienen vorbei, aber es ist übersichtlich, haut gleich ab. Also wenn er wiederkommt, ja,
Hör mal einfach mal weg. Genau. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das der Line. Ja, liegen wir da jetzt richtig? Habe ich das richtig verstanden? Dann nochmal aus meiner Sicht und den Missverständnissen, die in den Kommentaren entstanden sind. Jetzt geht es um die nächste Pflanze, die ich auch schon ein paar Mal gezeigt habe. Die habe ich in Weiß gefunden. Die habe ich hier in so einem Pink gefunden. Ja, ich gehe nochmal näher ran. Was ist denn das? Bei der dachte ich, dass wir uns über diese Pflanze unterhalten, weil die interessiert mich. Die jetzt auch. Und irgendwas habe ich noch gesehen. Soll hier nicht sein. Hier kommt auch Inkarnatklee, das sehe ich schon. Ach, so ein bisschen Blütenmeer. Also hier ist auf jeden Fall ordentlich was los. Allein die Frequenzen hier auf der Ecke sind schon enorm. Ich meine, hier ist die Goldrute. Ich fange sie euch gerade an. Zeigt auch wunderbar mein Sonnenplätzchen an. Ja, hochfrequentiert. Ey, wieso denn immer, wenn ich ein Video drehen muss? Das gibt's doch gar nicht. Na gut, okay. Ich sagte, wir wollen uns nicht kriegen lassen. Jetzt habe ich mich aber kriegen lassen. Gut, ich würde sagen, zum Sonnenplätzchen kommen wir noch. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um, dass hier so ein bisschen Atmosphäre reinkriegt. Und ich bin mal still und laufe hier einfach mal durch die Gänge. Was haben wir denn hier? Sorry, die entdecke ich gerade das erste Mal. Da kann ich nicht still sein. Was bist du denn für ein schönes Gewächs? Wow. Ja, da dürfen wir ja auch gerne helfen. Wow. Wow, ist die schön. Da haben wir von vorne ein Vögelchen, was ich hier noch gerade. Wir haben schon connected. Ich weiß nicht, ob ihr die. Muss eine Amsel sein, ne? Hat sich hier gebadet. Hatte ich sie gestört. Und sie trocknet sich da vorne. Wir vertrauen uns da wohl so weit. So, hier hinter gibt es gleich noch mehr zu entdecken, aber ich möchte es ja ein bisschen spannend halten und werde euch mit euch jetzt weitergehen. Ach, hier vorne auf der Ecke durfte ich was beobachten. Werde ich euch mal mit Musik einspielen. Ich weiß noch, da lief da auch der Rasenmäher im Hintergrund. Hier ist vorne was ganz Wunderbares passiert auf der Ecke. Schaut selbst. In der Tierwelt so passiert, das ist mir direkt ins Auge gefallen. Vor allen Dingen, das war genau die Zeit, weil das soll ja irgendwie Hochzeitsphase sein, kann man sagen. So habe ich es richtig in Erinnerung vielleicht. Ich weiß es nicht. Ach Mensch, mein Satzbau ist gerade ein bisschen komisch. Ich sage ja, ich bin nicht in meinem Flow. Versucht mich dahinter zu verstehen und nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Das ist mein Garten, nach wie vor die Möhrchen, der Oberhammer. Aber das habe ich ja schon ausgedehnt gezeigt. Ja, hier Tomate. Ja, können wir mal ein bisschen durchgehen. Halte ich mal gerade nicht den Sabbel.
Ja, irgendwie hat sie mich hier hingeleitet, denn soll es wohl so sein. Hier habe ich Fenchel stehen. Da steht eine Tomatenpflanze. Da ist irgendwie Mangold, der bleibt klein. Oder erholt sich gerade, wurde ja auch mal weggefuttert, alles ordentlich. Ein Kohl steht da noch. Jetzt habe ich genau das Tier. Schau mal, na guck. Soweit ich weiß, sollten sie. Soweit ich weiß, ne, es muss doch 10 Ameisen gehören. Das kettet ihr zwei. Mensch, was ist denn hier los? Ich lasse sie mal ein bisschen weiter auf mir rumkitzeln. Ach, das war ein großes und ein kleines Tier. Na, das war aber. Hier sucht ihr einen gleich großen aus. Na gut, so. Ja, das ist das bekannte Kiholbeet bei mir und ich bin da auch so bei Krautjätend zuletzt bei gewesen, wobei da gibt es noch eine Stelle da, da ist noch ein bisschen was, was ja doch der Tomate ein bisschen mehr Luft spenden könnte. Das heißt, da möchte ich irgendwann mal ein bisschen mehr Luft schaffen. Da kann was weg, so wie Ackerwinde. Ja, und die Tomaten hier haben mittlerweile eine Größe gekriegt. Ich vertraue, dass ich da irgendwann noch mal Ernte von habe. Habe auch überall die Braunfäuleblätter entfernt. Ich schneide da wirklich so auch mal am Ende irgendwie was ab oder einzelne Blätter. Ne, sind ja, Hauptsache, es kriegt alles gut Luft. Achso, ich habe jede Menge Zwiebeln noch im Boden gesteckt gestern. Die sind hier überall so drumrum. Könnt ihr das sehen? Sind nicht alle zu sehen, waren nicht alle mit diesem in dieser gekeimten Variante. Das werden wir dann halt mit der Zeit beobachten, was da so durchkommt. Auch hier überall verteilt, davor verteilt, hier so. Ja. Und die Zwiebeln hier, die sehen auch schon super aus. Ich habe große Hände. Das sind wirklich auch große Zwiebeln. Das sieht kleiner aus auf dem Bild, als sie wirklich sind. Das ist recht. Ich würde so schätzen, 6 cm sind da schon. Da hängen die Tomaten. Da unten hat er aber Braunfäule angefangen. Und daher, eine habe ich entfernt. Hier haben wir meine erste Zucchini. Also morgen werde ich ernten oder vielleicht heute schon. Mal schauen, da kommt der nächste Zug, unfassbar. Ich scheine heute wohl ein bisschen empfindlich zu sein, was das angeht. Aber macht ja nichts. Ich sehe hier überall Schneckenweben. So durch die Blume durch glitzert es da hinten. Kann man von hier jetzt nicht sehen. Ich habe ein gutes Auge, ich sehe das, aber so mit der Kamera fällt schwer. Da vorne habe ich noch Zwiebeln rein. Da unten kann man es gut sehen. Ja, und das ist die andere Zucchini. Haben wohl gemeint, eine Pflanze reicht mir. Und das, was ich aus der Ferne entdeckt habe, ist hier der Kohlrabi, der hier wachsen darf. Aber ja, scheint wohl auch ja, so mit diesen Schneckenduftstoffen versehen worden zu sein, dass die Schnecken da das auch noch wiederfinden. Vielleicht wäre ja mal ein Trick, diese Blätter dann abzuknapsen. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Aber eine Idee wär's. Eine Idee wär's. Vielleicht hat da jemand Erfahrung mit. Die Sonnenblume, das liebe ich ja, Sonnenblumen in meinem Garten. Die sind überall so ein bisschen verteilt. Hier auf der Ecke, ach so, genau, das kann ich euch nochmal zeigen. Also hier ist auch ein Kohl, Azurs da. Und hier unten wächst der Kletterspinat, der ist irgendwie gekommen. Mal gucken, ob er hier bleiben will. Mal sehen, ob er es auch vielleicht schattiger mag. Ja, hier habe ich 9 Azurs da nochmal ausgesät. Zwiebeln alle soweit. Also es ist wohl langsam die Zeit, wo ich die auch ernten kann. Aber hat noch Zeit. Also ich keine Eile. Ja. Hier schauen wir weiter. Es geht ja auch so weit auf, hier immer wieder was draufzulegen. Das verschafft einen Zeit, schlimmer als vorher kann es nicht werden. Ja, also wenn man ein bisschen Gras unterdrücken möchte. Also ich habe da den Rasenschnitt hingelegt, das unterdrückt das ganz gut. Ich gehe dieses Jahr ein paar Sachen anders an. Ja, und bei den Erbsen habe ich im Grunde genommen die ganze Woche schon jeden Tag gegessen. Geht richtig gut auf und es hängt immer wieder was noch zwischen. Ne? Also gut, die sind ein bisschen dünn jetzt, aber wer sucht, der findet. Also ich gehe da nachher sicherlich auch wieder rum und werd auf meine Kosten kommen, würde ich mal sagen. Also die Erbsenbüsche, die ist ja echt der Hammer. Ich kann euch nur raten, für alle, die da Probleme haben, dass irgendwas weggefuttert wird, einfach mehr Saatgut rein, oder? Also das war jetzt meine Erfahrung. Ich habe bei den Erbsen einfach mehr reingemacht. Aus Erfahrung wissen, dass mir was weggefuttert wird, habe ich doch einfach mehr reingemacht. Und es ging wunderbar auf.
Wobei ich sagen muss, ich höre da auch mal die Wühlmäuse drin rumlaufen und dann so snacken an irgendwelchen Sachen. Ich weiß nicht, ob sich die wirklich die gefüllten Erbsenschoten schnappen. Ich schätze mal. Ja, sonst würden sie nicht hochklettern, genau. Könnte man daraus schließen. Oder sie sammeln unten, wo ich die alten Erbsenschoten, die schon geöffneten Erbsen hinwerfe. Hier ist, oh ja. Ja, mach ich am Anschluss. Ich komme so ein bisschen raus. Wo war ich? Beim Rundgang, ne? Also hier Himbeere, alles so. Ich habe ja gesagt, hier wollte ich ein bisschen anbinden oder so ein bisschen nach rechts drücken. Das habe ich jetzt doch weggeschnitten, weil ich gesehen habe, dass das hier diese neueren Triebe sind. Und ein bisschen im Zaum halten möchte ich sie schon. Ja, hier hängen immer noch die Tomaten. Es gibt Pflanzen, die wachsen nicht so richtig und andere, die wachsen gut. Oh, hier kann ich nochmal wieder nachsteuern. Ja, hier sind so 9 Pflanzen drin. Hier klein, groß. Die kamen alle gleich hier rein. Hier, also gänzlich unterschiedlich im Wuchs. Hier unten hängen auch schon wieder gelbe. Oh, die kann ich heute schon wieder naschen. Sehr schön. Ich habe auch rote Tomaten, die ich schon gefuttert habe. So 4 Stück, glaube ich, habe ich schon gegessen drüben bei der Pflanze, die als erstes liefern sollte. Ich glaube, die war dann als zweites dran. Als erstes war die gelbe. Wobei die schmeckte noch nicht so gut. Ich glaube, ich war zu früh dran. Ja, ich habe das hier alles so ein bisschen aufgehängt. Ich glaube, das dürftet ihr auch noch nicht kennen. Also in der Variante jetzt hier auf der Ecke. Aber hier unten, da hängen super viele, ja, Blüten dran. Mal gucken, was davon bestäubt wird. Aber da dürften dann so kleine Türmädchen dann rumkommen, wie sie da zu sehen sind. Der nächste Zug, Nummer 4. Wie lange läuft das Video? 15, 16 Minuten. Okay, alle 4 Minuten. Was ist hier los? Naja, gut. Ich kann meine Gedanken davon nicht abziehen. Ja, gut, ich gebe mein Bestes. Hier haben wir auch nochmal Zwiebeln. Hier habe ich überall irgendwie ein bisschen Zwiebeln, auch dahinter. Und genau, das ist hier so die Ecke. Bin hier so zufrieden. Auch das Dach habe ich ein bisschen gerettet. So gut das ging. Aber ab und zu, wenn der Wind dann mal peitscht, darf ich wieder nachsteuern. Ja, das ist dann für nächstes Jahr eine Sache, die ich dann safer mache. Vielleicht mache ich das mit dem hinteren Teil, was noch fertig ist, und mache das richtig schön fest, dass ich da keine Sorgen mehr habe. Ja, hier geht's ab. Das ist der Blühwiesenstreifen. Und ich durfte auch auf der anderen Ecke, da können wir gleich mal hingehen. Mir hat auch immer noch keiner geantwortet hier mit diesem Bäumchen. Bitte helft mir. Ich frage mich immer noch, was das ist. Schon öfters erwähnt in meinen Videos. Ja, gibt es noch keine konkrete Aussage zu. Ja, hier die wilde Karde. Und da, wo ich hinlaufen will, da müssen wir einmal drum rum. Und zwar die Jungfer im Grün. Das fiel mir sofort ein, der Name. Und die sieht auch echt groß aus. Wunderschön, wie ich finde. Hier hat sich eigentlich alles durchgemixt. Brennnesseln möchte ich noch raus haben, damit die sich nicht vermehren auf der Ecke, aber es sind schon deutlich weniger als letztes Jahr. Macht man so peu à peu. Wenn man irgendwo was nicht haben möchte, dann sieht man halt zu, dass man das ein bisschen beeinflusst, kultiviert. Und dann kann man gucken, dass man anderen Pflanzen da mehr Raum gibt. Oh, das ist auch nochmal diese Pflanze, die wir vorhin entdeckt haben. Guck mal. Okay, so, jetzt wird spannend. Denn das Beet hier, um auch mal wieder auf Kinderhöhe zu kommen, das können wir mal so anschauen. Ja, der rote Spitzkohl lässt sich blicken, auf jeden Fall bei dem hier. Hammer, oder? Voll der Dschungel. Und das Holz da drin, das hat sich bewährt gemacht. Was sich nicht bewährt gemacht hat, die Aussaat. Entweder wurden die alle weggefuttert oder das Saatgut war halt nicht mehr fresh. Hab da Stangenbohnen drin. Diese Kombo werde ich diesmal nicht erwähnen. Wenn ihr wissen wollt, was ich meine, bitte in meinen letzten Video stöbern gehen. Die sind alle für sich alle sehenswert. Jedes Mal ist es anders bei mir. Auch diesmal jetzt auch jetzt so ein bisschen mit Stativ. Wenn ich nicht so fit bin.
Ja, Wetter spielt so weit mit, das ist eine schöne Sache. Ja, Sonnenblumen, wie viel haben wir denn hier schon offen? Erkennen, und das ist halt jetzt auch Premiere bei meinen Videos dieses Jahr. Eins, zwei, drei, und da sind auch jede Menge am Kommen. Und da haben wir noch eine. Und da hinten sehe ich auch schon was Gelbes. Da oben. Ja. Nun gut, aber es ist ja nicht alles. Fleißig steht hier der Mais schon da. Der Mais steht hier schon groß da. Das wollte ich eigentlich sagen. Obwohl das eigentlich auch nicht. Ja, egal, ich lasse das jetzt so stehen. Genau. Hier Tomatenpflänzchen noch. Zwei Tomaten. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Die mögen das bisher. Hier auch. Tomatenpflanze. Da hängen auch schon Blüten dran. Genau, dahinter gerade schon gezeigt. Ja, hier die Bohnen kommen aber, hier sind Bohnen zwischen, das sehe ich. Da 1, 2, 3. Ja, und da sind bestimmt noch mehr. Der Neuseeländer Spinat läuft auch gut. Zeige ich ein andermal wieder. Aber hier der Hokkaido, ne, gerade schon gezeigt. Soweit ist der. Hat schon eine beachtliche Größe, so wie eine große Orange. Ja. Und ja, das robbt hier überall durch. Ein bisschen den Weg legen. Auch wieder reinführen und so. Mal gucken, wie ich das mache. So richtig viele Kürbisse davon brauche ich nicht. Also ein bisschen Kürbis esse ich, aber irgendwann reicht es dann auch. Aber ich glaube, dieses Jahr werde ich mal ein paar Sachen neu ausprobieren. Ja, so sieht's aus. Komm, lass uns irgendwie zum Sonnenplätzchen gehen. Und um auch, also genau, die Ecke hier abzuschließen, das ist hier jetzt mittlerweile so weit rüber gewachsen. Ich bin immer ein bisschen am Korrigieren, also diese größere Wicke, auch gut besucht an sich. Jetzt im Moment weniger frequentiert, das macht aber auch nichts. Da dürft ihr auf mein Wort vertrauen. Und ja, finde ich eine schöne Sache. Vor allen Dingen, wir gehen jetzt auch noch mal vor den Garten. Achso, und hier noch die Lemon Queen, und die macht so langsam, es geht Richtung Blüte. Oh, ich habe einen Schattenwurf. Ab und zu auf die Kamera gucken wird sich schon lohnen. Und auch die hier sind groß. Dann habe ich ja hier so ein paar, die noch wachsen. Also die Stelle auch nochmal auf Kindergröße. Richtig schön. Ja, aber wollen wir zum Sonnenplätzchen? Dann laufen wir jetzt hier einmal lang. Dann haben wir eine spanische Wegschnecke, wenn ich das richtig weiß. Hallo. Ich sammle übrigens gar nicht ab. Lebt damit, wie es ist. Hab keinen Stress. Lass los. Und die Tiere lassen mir auch was übrig. Also Mutter Natur kümmert sich um mich. Ja. Mal gucken, wie es die nächste Zeit weitergeht. Also ich glaube, das werde ich mir öfter sagen müssen. Ja. Also ein bisschen bessere Laune kriege ich, dass ich jetzt so diesen Start geschafft habe, weil gerade so der Fuß in ein Video rein. Ist immer so eine Sache, und wir machen jetzt mal so tolle Überleitung. Ja, ein Fuß vor den Garten und schauen uns das nochmal von außen an. Und da will ich auch alles nochmal raufkriegen und auch nochmal so die Kinderhöhe am Gartenzaun. Hier die Wicke. Und das ist das, worauf ich noch hinaus wollte. Also der Foodsharing-Stand hier vorne, der kriegt ein bisschen Farbe. Der kriegt viel mehr Volumen, könnte man sagen. Ja, Wicke kann ich hier vorne noch rumwickeln. Der Zaun ist dann nicht mehr so schier. Und auch hier kommt sie hoch. Die haute nach hinten ab. Mittlerweile ist sie so lang, dass ich das da ein bisschen rumwickeln konnte. Die könnt ihr beeinflussen im Wuchs und so ein bisschen über Längs steuern. Die haben ja auch diese Tentakel. Man kann das so ein bisschen miteinander verhaken. Genau. So, kommen wir zum Sonnenplätzchen, und hier geht wirklich die Sonne auf. Guckt euch das an, die Goldrute. Schon am Gartentor. Ist gut was los. Ist meine Empfehlung, kann ich jedes Jahr immer wieder betonen, weil es einfach so ist. Da ist mein Sonnenplätzchen. Ja, und ich habe irgendwie auch verschiedene Goldruten, durfte ich merken. Also hier vorne, das werde ich mit der Zeit mal beobachten. Die sind irgendwie auch später dran. Ja, das wird spannend. Und auch hier macht sich eine Wicke breit. Die habe ich hier vorne am Gartenzaun. Super gut, wenn die sich hier ausbreiten.
Und so wechselt das hier so ganz fix mit der Farbe. Ja, wollen wir mal reingehen. Und ich würde sagen, wir machen das auch wieder auf entsprechender Höhe. Gartentor, wer es noch nicht gesehen hat, bisschen was erneuert. Ich habe auch ein neues Projekt übrigens, vielleicht kommen wir da längs. Ansonsten Thema Baum des Lebens, soweit kann ich schon mal was sagen, aber es ist im Prozess, ne? Ist noch nicht fertig, wenn ich euch das gleich zeige. Das ist noch nicht die Endfassung, aber ja, die Dinge kommen so nach und nach zusammen. Und jetzt laufen wir mal zu meinem Sonnenplätzchen, wo ich wirklich jedes Mal sitze. Und das hatte hier in dem Bereich auf jeden Fall gab es Zuwachs, auch hinter mir letztendlich, das was wir gerade am Zaun hatten, will ich jetzt nicht nochmal draufhalten. Also hier kann ich noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, und das ist auf jeden Fall nach wie vor Eidechsenland. Also die lieben das hier auf der Ecke, die kamen auch mal ein bisschen hier oben wieder, die etwas ältere und größere Schlange hatten wir ja schon hier, die Ringelnatter. Habe ich euch in den vergangenen Videos ja schon gezeigt. So, und ich bemühe mich mal hier, ach, nicht vorbeizukommen. Ich stelle mich hier nochmal rauf. Hier stehe ich auch gerne mal drauf. Aber einfach mal auch mal hochgucken. Alles mitnehmen und so einen Blick über den Garten, das ist echt schon eine schöne Sache. Ja, und wie ihr sehen könnt, da ist auch einiges größer. Und ja, ich möchte aber nicht jetzt hier weitergehen, sondern hier kommen wir gleich hin, wieder zurück, weil mir geht es dann nochmal an einen Blickwinkel, den ich letztes Mal zeigen wollte und mir ist beim Videoschnitt aufgefallen, dass ich es vergessen habe. Ich wollte hier so in die Richtung. Das geht auch so ein bisschen einen geschützten Blick vom Gartenzaun zu haben. Und wenn ihr mal guckt, da hinten die Hängematte, man sieht sie kaum. Richtig gut. Das war so mein Anliegen. Und nach rechts ist es begrenzt. Man kann hier wirklich nur durchgucken und dann verschwindet es schon. Das heißt, da geht so mein Gedanke auf, wobei da vorne beim Rucksack hatte ich noch Sonnenblumen, die sind einfach nicht durchgekommen, sonst wäre es komplett dicht. Macht aber soweit nichts. Also ich bin sehr zufrieden. Goldrute kommt auch rum, die kann sich hier weiter breit machen. Topinambur habe ich dazwischen echt schwer wegzukriegen. Das ist hier schon wieder alles voll. Naja, macht aber nichts. Dann wollen die einfach da ihr Plätzchen haben. Und ich freue mich, dass sich dieses hier auch echt mal Mohn blicken lässt. Ich weiß nicht, was mit dem Mohn bei mir los ist. Der hat sich nicht durchgesetzt, aber hatte ich doch am Anfang so viel hier drin. Ja, hier nochmal von der Seite. Und da fällt mir was zur Atmosphäre ein. Also ich meine, allein das Plätzchen hier vorne, das hat sich auch schon richtig bewährt gemacht. Das ist meistens so mein Lagerplatz. Und wenn ich dann hier sitze, so auch zwischendurch zum Päuschen, habe ich dann doch hier auch nochmal einen schönen Ausblick. Also direkt vor der Nase eine Sonnenblume. Dahinter ist noch eine. Und hier sind die Bienchen unterwegs und andere Insekten. Das ist immer wieder ein Fest hier. Das, also was hier an Frequenzen und Schwingungen unterwegs ist, sieht man hier. Guckt euch die Goldrute an. Überall ein Fest. Also hier die Ecke so frequentiert, dass da möchte man sich einfach aufhalten und da möchte man sich niederlassen. Na, da flucht irgendwas an mir. Ja, so schauen wir uns das mal alles noch mal von näherem an. Und ich
würde sagen, da der Schattenwurf so ein bisschen anders ist, das macht gar keinen Sinn, links anzufahren. Sondern ich werde jetzt einfach mal hier von der Seite anfangen und tatsächlich mal mit Blick zur Sonne hier auf der Ecke. Also ich meine, Leute, Boric, das ist ein Pflänzchen. Und das wird noch eine Zeit richtig gut haben hier. Da wird noch einiges aufgehen. Dann haben wir die Gurke mittlerweile da unten mit Blüte. Da könnte was wachsen. Da ist die nächste Blüte. Wunderbar. Hier hinter ist noch eine Sonnenblume. Also wenn die richtig kräftig wird, könnte ich eigentlich die miteinander verbinden. Beziehungsweise tun sie vielleicht von alleine. Die haben ja hier ihre kleinen Tentakeln, um sich festzuhalten. Ja. Kapuzinerkresse, Platz angenommen. Hier auch. Das kommt dann jetzt mit der Zeit und geht echt bis in den Herbst rein. Das wird hier voll werden. Darf ich bestimmt irgendwann begrenzen. Ja, hier, wow, die ersten Blüten kommen. Darf ich gerade auch das erste Mal entdecken. Hier die Erbsen, die nachkommen sollen. Das ist dann der zweite Lauf. Und ich habe noch einen dritten, das zeige ich euch gleich. Hier auch wieder eine Pflanze. Boric, das lieben die Tiere. Mein Tipp, holt euch das im Garten. Das ist so geil. Und die Pflanze ist auch noch so super schön. Gut. Schauen wir von hier einmal rein. Ja, schauen wir einmal. Aber nur aus der Ferne. Für den Überblick. Hier vorne habe ich eine Physalis. Die ganzen großen Blätter hier. Und da sind auch Lampignons. Ja doch, ich gehe hier doch rein. Also, hier unten ist auch noch ein Kohlrabi. Der ist ein bisschen angefressen. Überlasse ich den Tieren. Und hier hängen halt auch schon die Physalis drin. Die ersten. Ich mag dieses samtige, schöne Gefühl von den Blättern. Kann euch auch nur empfehlen, ne? Geht in Verbindung mit der Natur. Da kann man connecten, so wie ich das jetzt zum Beispiel gerade mache. Das ist schon echt spannend, was da so im Austausch stattfindet. Also ich meine, ich habe jetzt die Kamera in der Hand, wenn ich dann gänzlich alleine bin. Dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja, die Zwiebeln hier unten sehen super aus. Nicht alle, klein bis groß, aber Zwiebeln dürfte ich dieses Jahr echt ordentlich was rausziehen dürfen. Und vielleicht kommt der bei allem, was so neu reingefunden hat, da auch nochmal was bei rum. Ja, hier Zitronenverbene habe ich ein bisschen gekürzt, damit ich hier wieder auf meinen Steg raufkomme. Hier vorne ist Tomatenpflanze, wenn gerade nicht erwähnt, aber ich glaube gezeigt. Darf ich mal gucken, dass hier die Erbsen sich nicht festmachen da an den wichtigen Pflanzen, die ein bisschen Freiraum brauchen, wie die Tomaten. Ja, hier die Pflanze, da eine Pflanze und dann auch nochmal, Tomatenpflanze, da eine Pflanze, ja, das war lustig irgendwie. Für euch wahrscheinlich mehr als für mich, weil ich habe das ja gerade gar nicht mitgekriegt, was ich da so sage. So, und ich würde sagen, ich gehe hier einfach mal durch, wenn ich es mir schon frei gemacht habe. Hier, das sind die Blüten von den Kartoffeln. Kartoffeln laufen super dieses Jahr. Also ich kriege da bei anderen mit, die haben hier Probleme. Das höre ich jetzt regelmäßig, ich habe hier keine Probleme. Der Mix macht's und der Schutz macht's. Die haben sich hier verhakt irgendwie. Ja, also es läuft auch. Hier auch weiter mit meinem Steinseilsystem. Wächst hoch. Hängt hier eigentlich schon was? Ja, da unten ein paar erste fangen an zu wachsen. Guck ich mal von oben rein. Ja, das reicht auch. Ich mache hier mal einen Schritt durch. Mache ich nicht. Ich ziehe mich wieder zurück, denn das ist mir doch ein bisschen... Also mit dem Teil jetzt ein bisschen zu umständlich. Genau, Zitronenverbene hatte ich abgeschnitten. Da hatte ich, von dem ich die Pflanze hatte, da nochmal Tipps abgegriffen. Ich habe schon mal versucht, die zu vermehren. Irgendwie habe ich mich wohl zu doof angestellt. So schwer ist es nicht. 1 bis 2 Wochen ins Wasser, dass die wurzeln können. Und... ja, dann kann man die in die Erde stecken, so wurde es mir gesagt, werde ich ausprobieren. Und im Grunde genommen kann ich das hier noch alles abnehmen, entweder in ein Glas packen, trocknen, irgendwann, wenn ich es brauche, mit zum Tee. Oder so direkt ins Wasser hier dann schon. Ich glaube, das mache ich auch bald mal. Das riecht so schön, Zitronenverbene, ne? Ich sage euch das. Damit, die Sonnenblume sei noch erwähnt, auch der Mais da unten. Ja, mal gucken, was hier so im Schatten geht. Also da bin ich schon überrascht, dass sie so weit gekommen ist. Ist auch ein schönes Plätzchen, genauso wie die hier vorne. Ja, die Tomate hier trägt ordentlich Früchte, muss ich sagen. Also gefällt mir gut. Hier habe ich ordentlich weggenascht. Was sind da weg? Schon, glaube ich, 6 Stück. Ne, 2,
4, 5. 5, genau. Ja, die Pflanzen hier stehen noch da. Ja, ich weiß nicht, ob ich die je nochmal einpflanze. Vielleicht kommen sie auch so durch an der Stelle. Ja, aber vielleicht irgendwann wird mir der Garten anzeigen, wo und wann das dran ist. Genau. So, hier waren wir schon. Ja, ich freue mich, dass wir hier dann doch nochmal so einen Rutsch haben und das alles mal eingefangen kriegen. Ich hatte ein bisschen Sorge. Ich sag so, oh oh. Hab mir heute extra Datenvolumen geholt, auch das letzte Mal. Und ja, möchte heute ganz gerne ein Video hochladen. Bis 8 Uhr habe ich Zeit, so ungefähr. Ja, hier sind die Kartoffeln. So langsam werden sie hier vorne knusprig, aber hier steht ja noch sehr viel Grün da. Da ist ja noch die kleine Buschbohne. Dann hier diese richtig schönen Sonnenblumen. Oh, jetzt geht mein Herz gerade mit. Jetzt habe ich gemerkt, wie ich mich selber so ein bisschen unter Stress setze. Das bis heute dann eifrig hinzukriegen. Ja, und Geldthema, egal. Konzentrieren wir uns auf das Schöne. Hier hinter mir. Oh, da sind die Bienen, war ich ein bisschen nah dran. Hier habe ich ja noch den Erbsenbusch. Wie gesagt, ich bin ohne Ende am Ernten. Es gibt immer wieder hier auch wieder. Da hängt eine fette, egal, ne, da hängen welche rum. Ich habe hier ohne Ende gut. Habe echt jeden Tag richtig viel gegessen davon. Also Erbseneiweiß gibt es ja. Vielleicht hat mir das geholfen, so für meinen Körper. Wer weiß? Wer weiß, welchen Einfluss Erbsen auf den Muskelaufbau haben zum Beispiel. Ne? So. Ja, jetzt nochmal von der Seite. Oh, das macht schon echt was her. Aua. Bin irgendwo reingetreten. Voll schön. Und ich kam zur Erkenntnis, dass man wohl die Sonnenblumen auch vermehren kann. Denn das ist wie bei den Tomaten, so ein Geiztrieb. Ich wette, wenn man den in den Boden steckt. Ich meine, das ist alles auch so behaart wie bei der Tomate. Dann wächst das an, bin ich mir sicher. Kann man machen. Knuspert auch so langsam durch. Man sieht das so, wird ein bisschen heller. Hier ist auch so ein bisschen so eine Art Mehltau dran. Macht nichts. Kann ich mit leben. Also richtig gute Ernte gehabt. In Sachen Erbsen dieses Jahr definitiv nicht zu kurz gekommen. Da ist der Bauch schon ordentlich voll geworden. Ich bin mega zufrieden mit. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, statt der normalen Aussaat einfach mehr raus. Irgendwas kommt durch. Ja, da ging es auf jeden Fall auf. Dann gibt es hier noch viel zu zeigen. Auch hier hat sich Kapuzinerkresse breit gemacht. Ich habe ja verschiedenfarbige Blüten. Hier vorne überall der Knoblauch. Ne? Das sieht ja soweit eigentlich auch ganz gut aus. Mit Erdbeeren, wovon ich dieses Jahr kaum welche hatte. Ich habe öfters mal die Amseln erwischt. Wie sie irgendwas Rotes im Maul hatten. Im Schnabel, nicht im Maul. Ja. Dann so kohlmäßig. Naja, er beißt sich durch. Da kommen auch neue Blätter. Es wird viel weggefressen. Also hier dieser super prächtige, schneckenmarkierte Brokkoli. Ein paar Blüten habe ich mal gegessen, das war's. Ja, also Schnecken bei mir natürlich auch nach wie vor Thema. Hier sieht man auch die Erbsenschalen. Werfe ich hier und da mal rein. Ja, Leben bringt Leben, ne? So läuft das halt. Und an dieser Stelle sei noch gesagt, ihr habt ja hier bei mir Aktivkohle gesehen. Ich habe noch einen Eimer im Bunker stehen. Bei der Aktivkohle ist es so, dass ich das... ich habe ein Geschenk gekriegt. Ich hatte ein Paket gekriegt. Vielen Dank an... ich glaube den... Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Vielen Dank an eine anonyme Spenderin, die schon sehr lange dabei ist. Wir hatten ein bisschen E-Mail-Kontakte, so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Sind auch ein paar Sachen gewesen und... Ja, es ist halt schwierig. Ne? Ich bringe was mit und ich funktioniere nicht so wie andere, gerade so E-Mail-Verkehr und so, und da bin ich gerne mal überfordert. Und da sind wir ein bisschen aneinander geraten, was ich sehr schade finde. Ich hoffe, falls du das hörst, dass es dir gut geht, und ja, was soll ich sonst sagen? Ich kläre die Dinge gerne im Direkten, aber ich habe leider nichts mehr von dir gehört. Vielleicht darf ich nochmal was von dir lesen. Also von meiner Seite ist auf jeden Fall alles im ruhigen Bereich. Und für all jene Sachen, die waren, ich glaube, da haben wir unsere Päckchen mitgebracht und uns einfach gesucht und gefunden für den Moment. Ja, aber ihr ist es zu verdanken, dass ich hier Aktivkohle in den Beeten habe, möchte ich unbedingt erwähnt haben.
Oh, so ein bisschen Schatten tut gerade gut. Und dann kann man mal sehen, also guckt hin, ne? Das ist alles voll Äpfel. Dieses Jahr, das habe ich noch nie vorher gehabt, so. Sowas ist zu erkennen, ganz merkwürdig. Mach mir aber noch nicht so große Sorgen. Das ist halt dann die Pelle, die Haut, wie auch immer, die Schale, Apfelschalen, also wirklich alles voll. Und sieht gut aus. Ich habe da noch nicht so viel gesehen, was jetzt zu entfernen wäre. Der sieht soweit gesund aus. So, ich war aber hier vorne noch nicht fertig. Hier wollten wir noch mal rein. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen drauf gehalten, aber nichts erzählt, ne? Hier. Also, hier die Erbsenschlange geht auf. Habe ich ja im Juni noch ausgesät. Mal gucken, wie es weiterläuft. Oder war das diesen Monat? Ach, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher. Oh, hier sind die Kapseln von den Radieschen. Wunderbar. Produziert Saatgut. Kann ich mir nachher mal was krallen, wenn es dann soweit ist. Ja, und die Schlange hält sich irgendwie selber, ne? Die kippt noch nicht, aber erstmal abwarten. Hier Petersilie steht auch noch super da. Dann dieser Dreiarm-Tomate. Nach wie vor auch so die braunen Blätter weggeschnitten. Also meine Tomaten sind dieses Jahr rundum versorgt, mehr geht nicht. Und ich meine, in so einer gesunden Routine fällt das auch nicht schwer. Also so wirklich Arbeit habe ich da nicht. Das ist eine Riesenfreude, sich um die Pflänzchen, um das Leben zu kümmern. Was man einst vielleicht in den Boden gesteckt hat. In dem Fall allerdings habe ich Pflänzchen geschenkt bekommen, weil meinen Tomaten das nicht so richtig was wurde. Aber ein paar habe ich durchgekriegt, wobei ich nicht mehr weiß, wo die alle gelandet sind. Ja. Ach ja, zu dem Salat hier vorne. Da habe ich mir gedacht, da lasse ich mal das Saatgut sprießen. Ich habe auf dem Balkon so viel Salat. Ja, das läuft dieses Jahr auf jeden Fall auch besser mit der Verwertung, mit dem ja, Integrieren in meinem Leben. Hier habe ich auch überall gesenkt, wie man unschwer erkennen kann, ohne Rom. Und dann nochmal diese Sicht auf das große Ganze. Ja, überall hat sich Borretsch eingemischt. Den habe ich einfach auch wachsen lassen. Ich glaube, das dürfen zwei Pflänzchen sein. Ja. Drei. Drei sehe ich. Richtig schön. Mit dem Propellerherz hier vom Rucola. Und ihr Lieben, ich kann euch nur empfehlen, es mir nachzumachen. Probiert es einfach aus. Durch die Beete, obendrauf, höher, oben, wie auch immer. Macht euch Wege, macht euch Stege, macht euch alles irgendwie anders. Das hält den Körper fit. Ich meine, ich bin 44 Jahre alt und halte mich, glaube ich, ganz gut. Bin jetzt nicht irgendwie ein Extremsportler oder so und versuche einfach durch die tägliche Bewegung, das, was ich tue, meinen Körper so weit in Form zu kriegen, weil der Körper geht dann ja mit, sofern man die entsprechende Nahrung zuführt. Ja, sind wir hier vorne durch, ne? Guck doch mal. Habe ich noch was vergessen? Ich würde sagen nicht. Hier vorne vielleicht noch die Physalis. Da habe ich noch eine Physalis, die kommt auch hoch, hat auch die ersten Kelche da, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja. Kronlichtnelke nach wie vor. Hier habe ich so weiter nichts gemacht. Achso, erwähnenswert, was wahrscheinlich noch nicht passiert ist. Hier, das ist eine Stockrose. Ich bin gespannt, welche Farbe das wird. Hat doch noch eine geschafft, durchzukommen. Gucken, wie das so weitergeht. Ansonsten, so Beifuß machen viele Leute gerne raus. Ist aber für mich definitiv zum Räuchern nachher interessant. Die Banane, ja, sie hält sich. Also, das ist echt Sünde mit den Bananenpflanzen. Ja, das soll irgendwie eher was für zu Hause sein, wie es scheint. Da gehen die auch, die sind richtig riesig zu Hause, ne? Ich versuche das irgendwann nochmal reinzukriegen. Habe auch was gelesen, dass da jemand einen Balkon hat und so. Da was macht und eben keinen Garten. Ich habe auch noch einen Balkon und da auch ein bisschen was gemacht. Ich dachte, ich zeige das irgendwann mal. Jo, so schattenwurfmäßig ist das natürlich hier abwechslungsreich. Ich meine, da sehr sonnig. Also in der Hängematte ist es jetzt schon zu warm, definitiv. Aber ich habe auch noch Schattenplätze mit Hängematte. Mal gucken, wie viel ich euch noch zeige. Hier halte ich so weit offen. Also es gibt viele Bereiche in diesem Jahr, die viel besser laufen, wirklich. Aber das auch, weil ich mir meinen Raum genommen habe und ja, leider bei den Menschen um mich herum gewisse Grenzen aufzeigen musste und nach vielen Grenzen aufzeigen auch mal wirklich gesagt habe, hier ist Schluss und nicht weiter. Ich nehme mir meinen Raum ein und lass mich nicht mehr stören. So, und das ist das Ergebnis, dass ich da immerhin weitergekommen bin. Also hier ist so ein Abteil,
Ich hatte hier letztes Mal den Weg gemacht. Das geht auch so weit auf. Das werde ich weiter verfolgen. Hier vorne auch noch Lemon Queen. Hier. Also alles angenommen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Hier habe ich ja letztes Mal gezeigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da habe ich hintenrum freigemacht den ganzen Weg. Hier überall wartet noch ja, alles ein bisschen auf Liebe. Ist jetzt so aber gerade von der Vielfalt und gerade so beim Verdrängen der Brennnessel mal ein kleines Stückchen, wo ein bisschen Brennnessel wächst. Und das soll ja nun mal auch sein. Ja, aber Ackerwind und so, macht ja nichts. Es ist alles im Prozess, Stück für Stück. Zum Pavillon habe ich schon was gesagt und die Stelle. Hier hinten ist ja noch ein bisschen, ich spoiler nicht mehr. Hab schon genug gesagt. Ja, genau. Und dann haben wir hier noch das Abteil, was mir sehr schön Schatten spendet. Ich muss aber sagen, mangels Besuch, kein, bin ich hier nun mal allein. Das macht aber auch nichts. Ich boxe mich so durch und mache es mir schön. Und irgendwann finden dann auch Menschen zu mir rein. Also wer das noch nicht so kennt, ich habe hier hinten ein schönes, schönes Waldstückchen, was ich mit benutzen darf. Genau, da ist noch eine Dartscheibe. Oh, Entschuldigung, liebe Taube. By the way, ich habe... oh, hier liegt jede Menge neues Totholz rum. Schön. Das ist was für vorne. Sehr gut. Ja, die Bäume schenken einem alles, was man braucht. Es fällt einfach runter. Man braucht es nur aufsammeln. Leben bringt Leben. Die kleinen Sachen ab ins Beet. Die größeren, mit denen kann man was basteln oder machen und tun. So, jetzt bin ich irgendwie abgekommen. Wo war ich denn gerade? Egal, das zwei Themen, eins ist abgehauen, glaube ich. So habe ich das gerade im Gefühl. Das ist so der Blick hier vorne. Hier habe ich nochmal ein bisschen Kapuzinerkresse rein. Er wird aber auch wegschnagguliert. Das waren hier, glaube ich, 6, 7 Pflanzen. 3 sind noch übrig. Mal gucken, ob da nochmal was durchkommt. Und hier so Außenküche. Das ist mittlerweile, also ich habe das genutzt, aber oft als Arbeitsfläche. Bin da auch, ja, so mit den Sachen, ja, so nach und nach. Ich habe auch Holz gekriegt, habe hier Nägel gezogen, Schrauben, da wollte ich ja ein Dach bauen. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal noch gezeigt habe. Könnte sein, dass das schon mit drauf war. So, und dann baue ich mir, das ist ein Projekt, das gehört nicht an die Stelle, aber ich habe es erstmal im Boden gesteckt, damit das nicht kaputt geht. Ich habe hier so ein neues Projekt. So ein, das soll sowas, so ein Baum des Lebens werden. Und das hat noch so ein bisschen mehr auf sich. Steckt auch sehr viel mehr inne, was ich hier so auf diesem Kanal nicht so erwähne. Aber das, denke ich, werde ich auf dem Kanal hier und jetzt immer weiter teilen. Es geht um unseren Körper und unsere Energiezentren. Da sind jetzt 7 markiert. Und auch wie man sich mit Erde und Himmel verbindet und die Herzzentriertheit findet. Vor allen Dingen, woran das liegt, warum man auch im Leben ja, geplagt sein kann. Von, obwohl das sehr verbreitet ist heutzutage, Angst, Schuldgefühle und Scham. Und was das alles so mit sich bringt. Verstopfte Energiezentren im Körper. Gibt es auch noch weitaus mehr als diese 7. Sehr wichtige. Gerade beim Herz gibt es noch ein zweites. Ja, und da durfte ich so ein bisschen ja, hinter den Vorhang des Universums gucken. Bisschen was verstoffwechseln und kann das jetzt auch weitergeben. Ich habe für mich auf jeden Fall den Weg gefunden, wie ich mich heilen kann. Das Einzige, da gibt es noch so saturnische Kräfte. Das, was auf uns wartet, ist ja eher venusisch. Also wie auch der heutige Tag, der Tag der Liebe, Selbstliebe. Also auf die alte Art und Weise, die Probleme des Lebens zu lösen, gesellschaftlich, zwischenmenschlich, für sich alleine. Das funktioniert nicht mehr so länger. Das ist alles mit Stress behaftet. Ich nehme mich an die eigene Nase auch, aber den Weg kenne ich. Man muss ihn halt nur gehen und er kann durchaus in diesen Zeiten sehr aufwühlend sein. Ja, also ich bin sehr facettenreich hier, begrenze ich mich auf den Garten, wobei ich hier schon mal alles inne hatte und ich auch ja, von den Themen her den Mond schon mal habe einfließen lassen und ich bin mittlerweile auch lunar-solar eher im Gleichgewicht unterwegs, wobei ich den Mond noch eher meistern muss, was die letzten Züge angeht. Jetzt, ich meine, am Sonntag haben wir Vollmond. Ich bin sehr mondfühlig und von daher betrifft es mich sehr stark. Und ja, es gehört einfach zu mir. Also da möchte ich auch in Zukunft hier ein bisschen noch was machen. Aber warum das alles so ist, deswegen Baum des Lebens. Ich werde bestimmt noch drauf zu sprechen kommen, es wird mir wieder einfallen. Letztendlich ist das auch der Schlüssel, warum es hier so aussieht, wie es aussieht. Und ich meine, das Ergebnis spricht für sich.
Ich habe schon ein gewisses Auge, ein gewisses Gleichgewicht und vor allen Dingen, wenn man sich mit der Natur verbindet und dem Himmel, ja, wird einem sehr viel übergeben, was eigentlich so in den Geheimnissen des Universums steckt, in der Natur, dem großen Ganzen, in dem wir leben. Und ich habe die Natur hier sehr viel betrachtet, auch mit euch zusammen. Allerdings, ihr Lieben, die direkte Erfahrung ist nicht zu ersetzen. Ihr könnt noch so viele Videos bei mir gucken. Mein Herzenswunsch ist, dass ihr der Natur auch so nahe kommt wie ich oder noch weiter. Dann könnt ihr mich wieder weiter befruchten. ja, weil meiner Meinung nach geht die Heilung durch uns durch und von innen heraus. Und daher, ich zeige euch den Weg schon so viele Jahre. Möchte einfach anstecken. Also ich meine, das in so vielerlei Hinsicht hat sich mein Leben verändert. Sehr lebensvoll. Ob ich möchte oder nicht. Aber es hat mir auch sehr viel Tiefe geschenkt, trotz all meiner Erfahrungen. Und mein gesundheitlich habe ich ja nun letztes Jahr, dieses Jahr auch davor genug geteilt. Und ich stehe hier noch, bin glücklich, dass ich noch leben darf. Und das einzige Monster, was mich regelmäßig fordern möchte, ist das Bürokratiemonster und das schafft das auch. Ich bin auch diese Woche mal wieder und letzte Woche zusammengebrochen, was das angeht. Zu viel kann meine Seele nicht mehr ab. Ich habe zu viel Schraubstockerfahrung eingepresst und hier daumenschraubenmäßig, dass ich das gar nicht mehr bedienen kann. Ich brauche Pause, ich brauche Urlaub, ich habe ja, aber den habe ich hier so gut das geht. In meinem Garten eben. Von mir selber schaffen. Es gab Zeiten, ich hatte auch mal Hilfe, ich möchte sie nicht verschweigen. Vielen Dank an alle, die hier mal mitgewirkt haben, solltet ihr das hier irgendwie jemals sehen. Ja, aber dieses Jahr mache ich es alleine. Es ist alles alleine. Und ich meine, der ganze Laden hier, der ganze Garten lag brach. Es war alles dicht gewachsen. Ich habe Ende Dezember angefangen, von vorne gefühlt. Wobei ich an der einen oder anderen Stelle von meiner, ich sag mal, Vorarbeit Leben bringt Leben profitieren durfte. Aber es war ganz viel zugewachsen. Ich musste mich richtig durchackern. Hinten ist mein Beikrauthaufen ist doppelt so hoch geworden. Und ich meine, der erste Haufen, der war von den ersten 6 Jahren. Und das ist jetzt von diesem Jahr und hat sich verdoppelt. Aber es hat sich gelohnt, wie wir sehen können. Ich meine, das war es doch wohl auf jeden Fall wert. Mir bereitet das Riesenfreude, auch von hier aus Videos drehen zu dürfen, euch auf meinem Heilweg mitzunehmen. Ich spreche da viel zu selten drüber, über diesen positiven Effekt, was die Natur mit einem macht. Ich meine, schaut euch die Kommentare an, schaut unter das Video. Ich denke mal, auch diesmal wird da so einiges geteilt, auch von anderen Menschen, denen das irgendwie gut tut. Und ja, ich hoffe, dass ich hier noch mehr Menschen anstecken darf, so aus ihren Gewohnheitsenergien auszubrechen und ja, die Dinge mal einfach ein bisschen anders anzugehen. Für mich ist das, ich sag mal, in einer Schrebergartenkolonie ein Riesenkompromiss. Wirklich, ich würde es jetzt alleine noch mal ein bisschen anders machen, habe da schon ein bisschen einen Spagat, aber damit kann ich sehr gut leben. Und es schenkt auch meinem Gehirn ein bisschen mehr Struktur. Daher ist das schon okay, wie das ist. Da schon sehr zufrieden. Und es zeigt auch, wie man sehr kreativ irgendwelche Sachen erschaffen kann. Also ich meine, mein Tipp ist es, habt eine Grundvorstellung, sagt ja, ich möchte das. Habt ein Bild dazu, so ungefähr, wo die Reise hingeht. Und dann finden die Sachen, die Teile, die Stöcker, die wo was hin möchte, das zeigt euch das Universum. Die Natur, die zeigt euch die Fleckchen, wo die Pflanzen hin wollen. Und wenn eine Pflanze irgendwo nicht sein möchte, zeigt sie euch das auch an. Dann sucht ihr euch ein anderes Plätzchen. Anderes Plätzchen. Und ja, das kann man ein paar Mal wiederholen, den gleichen Weg einschlagen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ne? Um da jemanden mal zu zitieren. ja, ich bin sehr froh. Dieses Jahr ein Gartenjahr ohne Arbeit, null Arbeit, null, null Arbeitsgefühl, nicht ein einziges Mal. Null, null. Komplett durchs Herz fließen lassen,
Man vergisst die Zeit, es fühlt sich gar nichts anstrengend an, man rennt nicht irgendeiner Sache hinterher. Und wer glaubt, dass man in sowas so viel Zeit investieren muss? Also ich meine, dieses Jahr hatte ich ein bisschen was zu verstoffwechseln, ich war definitiv mehr Zeit hier, gar keine Frage. Aber im Vergleich und in Erfahrung aus den ersten 6 Jahren kann ich sagen, wenn man so am Tag eine halbe Stunde im Garten was macht, eine halbe Stunde, und das kann man auch auf einen Tag packen, dann freut sich der Garten, man kann so ein bisschen hier und da was kultivieren, beeinflussen, dass Pflanzen zum Beispiel ein bisschen Platz kriegen zum Wachsen. Und mit dem Mulchen, das unterdrückt das Breikraut, an anderen Stellen darf es gerne wuchern. Also das kann man sich schon so einrichten, dass man es nachher bequem hat. Also Permakultur, ich brenne nach wie vor dafür, wobei das ist hier noch der Permakultur-Kompromiss, eingegrenzt in Beetumrandung, aber letztendlich auch nicht eingegrenzt. Was sagte mir jemand über den Chat? Liebe Sandra, was sagtest du noch? Begehbare Natur. Ja, das trifft das, glaube ich, ganz gut. So, ich würde sagen, für ein Video, das, ich sag mal, in schwierigeren Motivationsenergien startet, da geht es mir jetzt ein bisschen besser, weil das was von... Ärgert mich schon, Datenvolumen zu holen, nachher kriege ich es nicht in den Kasten. Aber das soll wohl heute wohl noch sein, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich das erleben darf und ihr dann auch dementsprechend fürs Wochenende nochmal so einen aktuellen Stand von mir habt. Und ja, wie gesagt, das ist mein Herzenswunsch, der Natur näher zu kommen, somit auch euer individuelles Sein, eure Seele ausleben zu dürfen, weil hier findet man sich. Hier bekommt man Antworten, Natur heilt, Licht hat Handy weg, sagt der Richtige, der gerade ins Handy guckt. Aber ich bin auch betroffen von den ganzen Gewohnheitsenergien, habe mit diesen alltäglichen Sachen zu kämpfen. Wie viel Macht doch diese ganzen digitalen Sachen über einen haben. Und ich glaube, wir lernen gerade auch als Gesellschaft mit den ganzen Sachen umzugehen und merken, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und dementsprechend wird sich wohl unsere Zukunft entwickeln. Ich sag mal, digital bin ich derzeit schachmatt, was Kommunikation angeht, so dieses Bürokratie. Aber keine Ahnung, wo mich die Reise hinführt. Ich kann nur noch mal auf den Kanal Hier und Jetzt verweisen. Dort werde ich auf jeden Fall ausführlich und offener reden, weil das hier schon mein Herzensprojekt. Das möchte ich in guten Energien weiterführen. Und ich habe gemerkt, die Leute wollen es einfach nicht hören, wie es mir geht oder was gerade bei mir los ist. Dennoch ist es mittlerweile so massiv. Deswegen bitte guckt unter meine Videos. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mir fällt das sowieso schon schwer, darauf hinzuweisen. Der Teil gehört halt eben auch zu mir und ich dachte mir, ich packe das lieber auf Hier und Jetzt als hier hin. Aber es kann durchaus sein, dass ich mich in naher Zukunft hier wieder melden muss. Und ich kann nur hoffen und beten, dass das Universum, der liebe Gott, auf mich aufpasst und ich irgendwie durch diese Zeit kommen und dazugehören darf zum Morgen. Ich darf mich in Vertrauen üben und abgeben. Ich habe da so meine Sachen und auch letztendlich auch mein Garten und die Tomaten laufen an. Ich hoffe, das Wetter spielt da so weit damit. Ja, ansonsten ist es nach wie vor in meinem Leben Rodeo-Ritt. Ich weiß nicht, was los ist. Die Hölle verlangt regelmäßig nach meiner Anwesenheit und da darf ich mich dann rausboxen. Das war jetzt von Freitag bis gestern so, heute auch noch gefühlt davon beeinflusst und wer weiß, wie das Wochenende wird. Ich gebe mein Bestes, im Herz zu bleiben, das zu transformieren, in diesen positiven Bahnen zu bleiben. Da bleibt nur noch zum Schluss zu sagen, genieß das Leben, das wird auch die Sonne scheinen. Wenn wir hochschwingend unterwegs sind, unser Körper möchte bewegt werden, unser Herz möchte führen. Und ich glaube, dieser Zeiten sind wir definitiv an dem Punkt, dass wir unsere Herzintelligenz wiederfinden sollen. Intuition, Bauchgefühl, ja, vom Herzen wissen, was richtig ist in unserem täglichen Handeln. Nun ist die Zeit ja sehr kalt geworden, aber ja, ich gebe mein Bestes anzustecken, wo ich nur kann und im Beispiel vorzuleben, wie es auch sein kann. Das bedeutet nicht, dass ich auch mal meine Hörner ausfallen kann. Das kennt man von anderen Plattformen. Ich streame ja auch auf TikTok, aber da darf man mich von allen Seiten erleben, auch von meiner schlechten. Bin da bestimmt nicht glücklich drüber, aber ich stehe dazu. Das gehört zum Menschsein dazu. Das ist so der rote Faden in mir drin.
Und ich glaube einfach, dass es irgendwo Mehrwert hat und ich darf das so an den Reaktionen auch mitbekommen, dass es anderen hilft, die Dinge mal anders anzugehen, vor allen Dingen im Herzen aufzulösen. Akzeptanz, Vergebung, loslassen. Super schwer. Aber es geht. Nee, es ist einfach. Mindset. Es ist einfach. Genau. Einfach vorstellen im Herzen, umarmen das Problem, dem Menschen, mit dem man Trouble hat, und dann kann man das irgendwie Richtung Liebe schicken. Wobei dann natürlich auch noch dazu gehört, ja, bei der Vergebung sich selbst zu vergeben. Wenn man zum Beispiel wütend war, irgendwie, wie man nicht sein möchte. Ja, und heute, ich habe es vorhin gesagt, Liebe, Selbstliebe, Tag der Venus. Wie gesagt, die Themen sind auf einem anderen Kanal. Muss ich hier jetzt nicht rein. Geht es auch um Kundalini-Energie und um. Oh, da gibt es so viel. Da gibt es so viel. Das kann ich gar nicht in 30 Sekunden Werbeblock packen. Sowas mache ich hier nicht. Ich versuche mal ab und zu verweisen und ich werde das jetzt auch ein bisschen öfter tun. Denn mein Arsch geht im Leben nach wie vor auf einer gewissen Ebene auf dem Grundeis, wie ich so über einen Monat kommen soll. Ich bin auf Spenden angewiesen. Ja, und hoffe irgendwie, dass sich hier vielleicht nebenbei mal was ergibt, in Anführungsstrichen. Ich sag mal, die Türen zeigen mir das Leben schon. Das habe ich schon immer so gehalten und ich habe ja, gewisse Sachen schon probiert, aber es sollte irgendwie nicht sein. Ich kann es hier ansonsten nur sagen, falls mich auch jemand hier hört. Ich habe an sich im Angebot schon gehabt, dass ich Menschen helfen möchte, ihre Gartenoase zu verwirklichen. Es gibt eine kleine Verlängerung. Ich weiß, ich stolper immer weiter. Das ist auch normal bei mir. Ja, ich möchte helfen, eine Gartenoase zu verwirklichen. Allerdings merke ich, dass ich bei der Digitalität scheitere, wie das heutzutage im Austausch funktioniert. Und ich habe ein Problem, wenn man. Ach, keine Ahnung. Ne? Also hier, ich hab das Gefühl. Mann, jetzt fliegen gerade lauter Schmetterlinge. Oh, wie viele noch? Zwei, drei, vier, fünf. Krass, okay. Fünf weiße Schmetterlinge. Ich soll wohl mal loslassen. Es wird wohl spannend weitergehen. Mein Leben ist definitiv nicht langweilig und ich kann Veränderungen gar nicht so haben. Aber Ruhe kriege ich einfach nicht. Es ist einfach immer was los und ich gebe mein Bestes, da irgendwie durchzukommen. Ich möchte niemandem was Böses, falls mal irgendwer zuschaut, der mich nicht mag. Jo, manchmal zweifle ich schon, ob ich irgendwie zu dieser Gesellschaft noch dazugehöre. Ist ehrlich so. Tue mich da schwer. Stoße an allen möglichen Ecken und Kanten auf kalten Granit. Und habe das Gefühl, ich kann auch zu Menschen nicht mehr so durchdringen, weil es an Aufmerksamkeit fehlt. Das meine ich jetzt nicht im Bösen. Ich kenne die Umstände, in denen wir leben. Und laut meiner Erfahrung hat das auch ganz viel mit Erlebten zu tun, was mit Trauma dann zusammenhängt und wieder mit dem Herz. Wenn das Herz verstopft ist, dann sieht man andere Menschen einfach nicht, wenn man sich selber nicht aufgeräumt hat. Das ist halt das Problem. So, und da verzweifle ich regelmäßig, weil ich habe den Weg Richtung Bewusstheit angetreten und super viele sind in der Unbewusstheit gelandet. Ich meine, ich bin hier auf den digitalen Medien unterwegs und weiß natürlich, woran das liegt, was zu kognitiver Dissonanz führt. Und kann nur davon abraten, Videos zu gucken mit wechselnden Bildern und da zu viel vor der Kiste zu hängen und sich dieses künstliche Licht reinzuziehen. Ich selber bin auch betroffen von diesem ganzen Kram, aber. Ja, auf gewisser Ebene will ich mich schon informieren, um zu gucken, wo ich bleibe und wie es hier so weitergeht. Ich habe immer so einen ganzheitlichen Blick auf alles, gefühlt auf jeden Fall. Und ja, es ist natürlich nicht schön, die heutigen Zeiten. Und ich wünsche jedem von euch da draußen alles Liebe, Gute, dass, ja, im Vertrauen mit dem großen Ganzen, dass euch da irgendwie durchnavigiert und wir zusammen auch im Wir ein besseres Morgen erleben dürfen. Und da können wir alle jeden Tag was für tun. In jeder menschlichen Begegnung, in jedem Moment. Ja. So gut es in unseren Kräften steht. Nicht unter Druck sitzen, das macht keinen Sinn. Aber die Richtung wechseln. Umkehren. Ja. So, ich wechsle hier die ganze Zeit die Richtung und laufe hier durch meine Beete. Ist vielleicht ja auch schön für euch, ich weiß nicht. Ich finde jetzt gar kein so richtiges Ende. Jo. Vielleicht sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Vielleicht auch auf der Waldschrat oder hier und jetzt. Ansonsten sagt der Lars Christian Tschüss an dieser Stelle. Das ist mal eine andere Verabschiedung. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Unterstützen. Danke an alle Spender. Jeglich Spender hat mir den Arsch gerettet.
Und ja, da kann ich nur hoffen, dass. Es irgendwie weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich musste diesen Monat von 149 Euro Bürgergeld und Spenden leben. Und dass man da nicht so weit kommt, ich glaube, könnt ihr euch denken. Ich habe hier keine Werbung geschalten, kein Dongs. Das Universum hat einen ganz besonderen Humor. Ja. Und hat zwei Seiten, auch eine sadistische, definitiv. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay. Ja, es macht mich mehr zum Mann, habe ich das Gefühl. Also es geht irgendwie, kriege ich meine Lektion nicht immer natürlich an, was mir das Universum offenbart, aber in den gelebten moralischen Vorstellungen dieser Gesellschaft ist es brutal. Und diese menschliche Kälte natürlich auch. Also ich verzweifle da regelmäßig dran. Aber ich nehme nicht mehr jedes Stöckchen, was man mir hinhält, und spring drüber, sondern versuche andere Wege zu finden, im friedvollen und ruhigen, um damit umzugehen. Was aber bei posttraumatischer Belastungsstörung, meinem ADHS diagnostiziert, so das ist gelebt, dass ihr euch was da vorstellen kann. Ansonsten mag ich in der Identifikation mit den Krankheiten nicht. Nur trotzdem ist es so bei mir. Ich habe das, was dahinter steckt, an Herausforderungen in meinem Leben. Essstörung, Borderline, Angststörung. Also ich meine, guckt euch die Zeiten an, in denen wir leben. Ich weiß, was man bei Angst machen kann. Weiß, was man bei Schuldgefühlen machen kann. Ich weiß, was man bei Scham machen kann. Und vor allen Dingen bei Angst auch durch die Angst ins Vergnügen. Und den Weg gehen, den Mutter Natur uns in die Wiege gelegt hat. Unseren natürlichen Weg von innen heraus. Nicht im Außenleben ins Innere kommen. Ich laber Rhabarber hier schon wieder. Ich kann. Ah, manchmal ist das echt schwierig. Es ist so. Mein Leben ist so intensiv, dass das auch schwer ist, am Ende dann auch mal ganz ruhig Tschüss zu sagen. So, das war's jetzt. Ich bin weg.